In diesem Video zeige ich dir, wie du dir einen Counter in dein Overlay integrierst, den du quasi auf Knopfdruck, zack, erhöhen kannst. Das Ganze kannst du zum Beispiel für die Shiny Hand bei Pokémon benutzen oder du integrierst dir einen Rage und Death Counter. Funktionieren tut das für OBS und auch für Streamlabs OBS. Es ist sehr, sehr simpel einzurichten. Ich zeige dir jetzt einmal, wie du das alles einstellst, dass du einfach nur noch auf einen Knopf auf der Tastatur drückst und dann geht der Counter hoch oder natürlich auch nach unten, wenn du das möchtest. Wenn du Fragen hast, irgendwas unklar ist, schreib es gerne in die Kommentare oder join dem Discord-Server und stell dort deine Frage. Bevor wir mit dem Tutorial starten, noch ein Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, Own Pro. Und Own Pro ist ein OBS-Plugin, das du dir mit einem Klick installieren kannst. Und bereits in der kostenlosen Version erhältst du Zugriff auf 5 Overlay- und Alert-Pakete. Inklusive eines Chatbots und lizenzfreie Musik für deinen Livestream. Das reicht dir noch nicht. Mit einem Upgrade auf die Pro-Version bekommst du außerdem Zugriff auf über 600 Alerts und Overlays. Mit dem Code DOC kannst du dabei auch noch 50% sparen. Habe ich dein Interesse geweckt? In der Videobeschreibung findest du einen Link, der dich direkt zu Own Pro führt. Was brauchst du jetzt für deinen Counter? Du brauchst eigentlich das Death Counter and Soundboard Tool. Link findest du in der Videobeschreibung. Ich mache das jetzt anhand des Beispiels für dieses Shiny Glumanda, was du hier unten eingeblendet siehst. Du siehst aber im Vergleich zum Intro, dass eben der Counter jetzt fehlt. Und genau das richten wir jetzt einmal ein. Du gehst auf die Website, gehst dann hier bei Download of All Versions and Changelog. Das leitet dich auf die GitHub-Seite weiter. Und dort lädst du dir einfach die DCSB-Exe einmal runter und führst die bitte auch einmal aus. Jawohl, einmal speichern, runterladen und jetzt ausführen. Folg einmal dem Installationssetup, installier das Ganze irgendwo hin, wo du Platz hast auf deiner Festplatte. Zack, und dann das. Das dauert ein paar Sekunden, zack, fertig. Und jetzt können wir das Ganze hier auch direkt starten. Einmal auf Finish, jawohl. Und da haben wir das Programm dann auch schon. Schön ist es nicht, aber es funktioniert und tut, was es soll. Du siehst jetzt hier schon, ich habe hier jetzt schon mal ein Shiny Shiggy und Glumanda angelegt. Das Glumanda ist aus dem Intro. Das lösche ich jetzt erstmal raus. Rechtsklick, Remove. Zack, das Shiggy lasse ich drin. Warum? Ich möchte dir auch zeigen, dass du dir mehrere Counter anlegen kannst und diese auch switchen kannst, sodass du quasi parallel auf die Shiny Hand gehen kannst oder wenn du sagst, du hast einen Rage und einen Death Counter, beides im Overlay, dann könntest du das beides parallel auch bedienen. Für einen neuen Counter gehst du unten links auf das Plus, Add Counter. Wir nennen das jetzt hier wieder Shiny Glumanda und jetzt kommt hier das Feld File. Und das ist ganz wichtig, denn jeder Counter braucht ein Textdokument, in das quasi der Counter reingeschrieben und aktualisiert wird. Du kannst das aber hier drin gleich erstellen. Du gehst einfach auf die drei Punkte und dann wählst du den Speicherort aus, wo du das File hinhaben möchtest. Ich bleibe jetzt hier bei Dokumente, Rechtsklick, Neu und dann hier einmal auf Textdokumente. Das erstellst du dir, ich nenne das jetzt hier Glumanda, zack, du siehst, mein Shiggy war da gerade unten drunter eingeblendet, ist da auch schon hinterlegt, also Glumanda einmal öffnen, dann kannst du jetzt hier eingeben, wo soll der Counter starten, ich lasse das bei 0 und in welchen Höhen soll der Counter, wenn du auf deine Taste drückst, quasi nach oben gehen, du kannst jetzt hier auch eine 10, eine 20, was auch immer eingeben, dann würde der quasi jetzt in 10er Schritten hochzählen, wir lassen das bei der 1 und beim Format ist es jetzt im Endeffekt so, das, was hier rechts neben dem Format steht, das wird dir dann im OBS angezeigt. Wenn du jetzt da sagst Glumanda, dann wird dir Glumanda und dein Counter angezeigt. Ne? Also da kannst du dich quasi in diesem Feld ein bisschen austoben. Lösch das jetzt wieder, das war es im Endeffekt schon. Jetzt habe ich den Counter erstmal erstellt. Jetzt muss ich ja aber noch wissen, wie erhöhe ich denn diesen Counter jetzt? Und dafür gehst du oben links einmal auf Settings und dann siehst du hier direkt, okay, erhöhen ist auf Plus aktuell und reduzieren ist auf der Minustaste. Du kannst das ändern, wieder auf die drei Punkte. Ich gebe jetzt Numpad 1, zack, dann habe ich das auf der Numpad 1 Taste. Ich lasse es auf der Plus-Taste, zack, ändern wir einmal. Und hier ist jetzt das, wenn du durchswitchen möchtest durch deine Counter. Dann Next, Multiply, also die Mal-Taste, das Sternchen. Auch das kannst du natürlich ändern. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf das Plus drücke, siehst du, dass mein Shiny Glumanda-Counter nach oben geht. Minus geht er nach unten. Und wenn ich auf die Mal-Taste drücke und jetzt aufs Plus, wechsle ich auf das Shiggy. Und so kann ich hier hin und her switchen, wie ich möchte. Und jetzt muss ich das eigentlich nur noch ins OBS bringen. Und das machen wir jetzt. Dafür switchen wir einmal ins OBS. Tada! Und ich habe jetzt hier quasi schon einen Ordner hinterlegt mit Shiny Glumanda und dem Banner. Das sind einfach Bilddateien. Da suchst du dir einfach das raus oder erstellst es dir selbst, was du gerne hättest und packst das einfach als Bildquelle rein. Und dann für den Counter auf das Plus und jetzt hier Text-GDI. Eine Textdatei, Glumanda-Counter nenne ich das jetzt in meinem Fall. Zack.
Und ganz wichtig, aus Datei lesen. Und jetzt wählst du hier einfach die Glumanda-Datei aus, die du gerade im Death Counter in Soundboard erstellt hast. Also zack, wir suchen hier einmal Glumanda. Jawohl, öffnen. Und jetzt siehst du schon die 21, die wir hier schon integriert haben. Na, schließen wir das hier mal. Und das ist jetzt im Endeffekt, wenn ich jetzt hier, ich kann das auch über das Plus machen. Es dauert immer ein bisschen. Du siehst, es ist ein gewisses Delay da. Das heißt, da einfach ein bisschen Geduld haben, auch wenn du jetzt, ich minimiere das, auch wenn ich das jetzt über meine Plus-Taste mache, immer kurz einen Moment Geduld haben. Das dauert einfach einen kleinen Augenblick. So, jetzt packe ich das in meinen Ordner rein und kann das jetzt im Endeffekt hier hinschieben. Passen wir das noch größentechnisch an. So, wunderbar. Und wenn ich jetzt hier quasi rumdrücke, dann, das habe ich zweimal gedrückt, dann erhöht sich das, oder wenn ich auf das Minus drücke, dann würde der Counter auch wieder nach unten gehen. Und so einfach ist das. Das war das ganze Hexenwerk. Jetzt kannst du dir jeden x-beliebigen Counter in dein Overlay anzeigen lassen und per Knopfdruck erhöhen oder wieder reduzieren. Und viel mehr gibt es zu dem Tool auch gar nicht zu sagen. Viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, hau sie in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn ja, hilf gerne mir mit einem Daumen nach oben und einem Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Dog is out. Ciao.